Hi. Na, auch wieder da? Ach so, ja. Ach so. Stimmt ja. Oh nee. Nee, das wären böse. Ach, bist du denn irre? Okay. Ja, noch mehr ging nicht. Mist, ich sollte darauf achten. Ja, Mist. Ich kann hier so schlecht. Ich will auch nicht. Ah, oh, ihr wisst schon. Da kommen wieder so kleine Viecher raus. Okay. Ach Mist! Die Viecher nerven mich. Ja, mach noch mal. Na. Okay. Ja, ich weiß, du bist wütend. Oh Gott, du bist richtig wütend. Sauber. Ah, Gott sei Dank. Wow, das war ein bisschen anstrengend, aber es ging. So, her damit. Wir haben wieder einen großen Stern. Gut gemacht, Mario. Wo ist Rosalina? Die steht doch da immer. Super. Jetzt können wir auch nach ganz oben. Ah, jetzt können wir da zu dem Haus. Okay. Supi. Supi, supi, supi. Galaxie komplett. Ja. Da ganz viele in der Mitte. Okay, da fehlt noch eine Galaxie. Da ist ein Komet. Okay. Da die großen Sterne beisammen sind, ist das Kraftfeld geradezu gleißend hell geworden. Wenn die Sternwarte wieder als Sternschiff fungiert, weisen wir dir den Weg zum Zentrum des Universums, wo die dir kostbare Person auf dich wartet. Nur noch ein paar wenige Powersterne. Ich bitte dich. Yay. Oh, ich freue mich. La 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 la. Ich freue mich. La 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 la. Ach, schön. Wir müssen ja irgendwie hier lang. Das. Aha. Was ist das hier? Wenn du nach unten willst, stell dich hier rauf. Nee, ich möchte nicht nach unten. Dich füttern wir noch ein bisschen. So, la la la, la la la. So, fehlt ja auch nicht mehr viel. Nur, 200 und ein bisschen. So. So kommen wir auf das Haus und von da kommen wir dann zur anderen Kuppel. Okay. Das hat nicht geklappt. Ich dachte, ich könnte einfach da runterlaufen. Dem war aber nicht so. Da gehe ich halt erst rein. Das Kinderzimmer ist hier. Ach, das ist also... Ah, das ist also das Kinderzimmer. Okay.
Hier waren wir als allererstes. Nachdem Bowser Peach mal wieder entführt hat. Ach so. Okay. Hey! Komm mal raus. Komm noch mal. Ha! Bleib hier! Ha! Klappt nicht. Na dann nicht. Ist ja auch egal. Ah, Loch. Ja. Was machen wir hier? Ach, da ist Rosalina. Guck mal. Hey. Dieser Stern ruft viele Erinnerungen wach. Ich habe mich sehr gefreut, ihn mit dem Luma zu besuchen. Wir kommen nämlich bloß einmal in 100 Jahren hier vorbei. Der Luma, der mit dir reist, wird auch bald wachsen und ein Stern werden. Manche werden Planeten, andere werden Sonnen. Und manche werden Powersterne. Ich reise mit ihnen, während sie nach einem Ort suchen, an dem sie wiedergeboren werden können. Aber wer konnte schon ahnen, dass so etwas passieren würde? Es scheint, dass Mama dir vertraut. Tja, wie schaut's hiermit aus? Was? Wenn du die 100 lila Münzen hier alle einsammelst, werde auch ich dich anerkennen. Bist du der Luma aus der Geschichte? Das ist ein roter Stern, ihm wohnt unsere Kraft inne. Wenn du in der Luft einen Dreher ausführst, kannst du durch den Himmel fliegen. Drücke A und die bestimmte Richtung, in die du fliegen willst, mit dem Stick. Wenn du alle 100 lila Münzen gesammelt hast, erlaube ich dir, den roten Stern auch woanders zu nutzen. Als fliegender Mario spring hoch und heb mit der Drehattacke ab. Da, jui! Hui, da klemmte gerade mein Kabel beim Stick fest von meinen Kopfhörern. Wow, das ist ja lustig hier. Ich mag das Kinderzimmer. Aber ich muss mit der Steuerung noch irgendwie zurechtkommen. Darf ich das nochmal so machen und immer so machen? Ja, das ist gut. Okay. Oh, guck mal. Na gut, machen wir halt erst die hier. So. Das ist ja klasse. Na, hier sind ja Gegner. Auf einmal sind Gegner im Kinderzimmer. Oh. Ich sollte sie auch wegschießen. Das wäre eine Idee. Ach, das... Oh nein. Jetzt kann ich die oben nicht mehr holen. Kriege ich den roten Stern nochmal? Ja, das ist super. Ich habe hier also anscheinend alle Zeit der Welt. Gefällt mir. So. Dann sammle ich mal kurz die auf dem Boden ein, alle. Und auf den Dächern. Nein. So, die hier. Na. Komm schon. Danke. So. Alles klar. So, komm mal her. Ups. Komm mal her, so. Genau. Stacheln. Stacheln. Ich krieg schon wieder ein paar Komplexe mit der Perspektive. So, weg mit dir. Kamera? Das war ein Wunder, dass ich den jetzt gekriegt habe. Ich komme nicht klar. So, danke schön. So, da waren noch welche.
Da oben, da oben! Ja. Und die anderen kriege ich doch bestimmt auch so irgendwie, oder? Nee, 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 warte bitte. Dann nehme ich halt den hier. Ja, da ist noch einer. Okay. So. Wow. Schön, schön, schön. So, her damit. Schön, dass man die auch mit einer Drehattacke einsammeln kann. Oh. Nee, das wollte ich nicht. Wir haben sie gleich alle. Nein, nicht schon wieder. Na. Guck, guck. So, wo sind denn noch welche? Hier oben auf jeden Fall. Komm her. So. Ja. Komm her. Dankeschön. Na? Mario. So. Gut. Wir haben es gleich. Wir haben es gleich. So. Wo sind denn noch welche? Da. Dort oben. Hätte ja klappen können. So. Der eine noch. Der eine noch. Na, Perspektive. Yeah! Geschafft. Tolles Kinderzimmer ist toll. So, ich muss gerade mal gucken, wo das hier ist. Hier schon mal nicht. Ah. Danke. Da oben. So, her damit. Klasse. Ein roter Stern. Guck mal, Rosalina, was ich gefunden habe. Supi. Galaxie komplett. Und ein Gumm. Och, nicht noch einer. Alles klar. Natürlich möchte ich das speichern. Denn der Luma sagte, dass wir jetzt auch in anderen Leveln anscheinend fliegen können. Das ist ja super. Na gut. Dann lese ich jetzt euch noch was vor. Für die gute Nacht heute Abend, wenn ihr das heute Abend guckt. Oder fürs Mittagsschläfchen, wer weiß. Nein. Let us begin. Ja, bitte. Sechstes Kapitel, Freunde. Es geschah eines Tages, als sie den nach Aprikosen duftenden Tee tranken und es sich gemütlich machten, kam ein kleiner aprikosenfarbener Stern langsam näher. Auf diesem Stern lebte ein Bruder von Luma. Nanu, bist du auch ein Sternkind? Fragte das Mädchen hocherfreut über den plötzlichen Besuch, aber Luma schien etwas besorgt. Der herabgestiegene Luma war von derselben Farbe wie der Stern, auf dem er wohnte. Die beiden Luma näherten sich nicht, entfernten sich aber auch nicht, sondern starrten sich regungslos an. Das ist meine Mama. Als Luma das plötzlich aussprach, wiederholte der aprikosenfarbene Luma genau diesen Satz. Das ist Mama, das ist Mama. Die beiden wirbelten im Kreis um das Mädchen herum und keiner wollte aufgeben. Das ist meine Mama. Das ist meine Mama. Ich habe das meine gerade nicht gesagt, ne? Ist ja auch egal. Immer schneller wirbelten die beiden im Kreis um das Mädchen herum, ohne Anzeichen von Müdigkeit. Weil dieser Wortwechsel nur allzu niedlich war, fand das Mädchen dies über die Maße komisch. Es musste beinahe laut lachen.
Doch, da sind ja noch ganz viele. Von dem aprikosenfarbenen Stern kamen nach und nach zahlreiche Luma. Rosafarbene, blaue, orange, gelbe und auch grüne. Das ist meine Mama, das ist meine Mama, das ist meine Mama. Wie die zahlreichen Luma so mit einer Stimme riefen, konnte sich das Mädchen sein Lachen nicht mehr verkneifen. Was mache ich bloß mit so vielen Kindern? Die Luma betrachteten verblüfft das Mädchen, das sich vor Lachen den Bauch hielt. Das Mädchen sagte, okay, dann will ich mal jedem von euch einen Namen geben. Morgen, wenn ich damit fertig bin, den Luma Namen zu geben, ist es Zeit, in das neue Haus umzuziehen, dachte das Mädchen. Dann ist das Haus ja proppevoll. Das reicht für heute. Find ich auch. Da-da-da-da-dam. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht, eine gute Woche und gutes alles. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.